Liebe Zeitzer, ich habe heute zu Besuch Herrn Thieme. Herr Thieme bewirbt sich um das Amt des Oberbürgermeisters in Zeitz für das Jahr 2016. Ich freue darüber mich sehr, dass er uns die Chance gibt, sich mit ihm ein bisschen zu unterhalten und Sie die Möglichkeit, liebe Zuschauer, haben, ihn etwas näher kennenzulernen über seine Gründe, Beweggründe und ob er der geeignete Kandidat ist für unsere Stadt. Herr Thieme, herzlichen Dank, dass Sie uns heute besuchen. Wann ist denn Ihr Entschluss entstanden, sich als Oberbürgermeister der Stadt Zeitz zu bewerben? Ja, guten Tag, liebe Zeitzer. In der Tat, ich bewerbe mich bei Ihnen um das Amt des Oberbürgermeisters dieser schönen Stadt. Diese Idee beruht auf Frau Rosner Sauerbier, die Sie bestimmt über das Theater und die Ballettschule kennen. Sie hat mich Mitte 2015 gefragt, ob ich mir vorstellen könne, mich für dieses Amt zu bewerben. Und nach vielen schlaflosen Nächten habe ich mich irgendwann gefragt, warum eigentlich nicht? Toll, finde ich ja toll, dass man dann sich überzeugen lässt, für die Stadt sich einzusetzen. Wer sind Sie denn eigentlich, Herr Thieme? Also unsere Bürger kennen Sie ja nicht so. Und welchen Bezug haben Sie denn zur Stadt Zeitz? Ich bin in Zeitz nicht geboren, aber ich habe einen engen familiären Bezug. Mein Vater wohnt schon seit längerem hier und auch ich bin seit 1991 polizeilich gemeldet mit Nebenwohnsitz, war aber schon das erste Mal Mitte der 80er hier und kann daher sagen, dass ich die Stadt und ihre Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten gut mitverfolgen konnte, vor allem im Rahmen des Strukturwandels und des Wegfalls der Industrie. Herr Thieme, wie schätzen Sie eigentlich den Zeitzer ein? Den Zeitzer, den ganz normalen Bürger, der in Zeitz-Ost wohnt, der in der Innenstadt wohnt, der Unterstadt wohnt. Wie schätzen Sie den Zeitzer als Mensch ein? Oder wie haben Sie ihn kennengelernt und wie sind Sie ihm begegnet? Ja, den Zeitzer als solchen habe ich als freundlich und interessiert kennengelernt. Interessiert am Wohlergehen der Stadt. Und die meisten Menschen wollen einfach, dass es hier vorangeht. Aber vielfach ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass die meisten Menschen nicht gehört werden mit dem, was sie möchten, auch wenn sie gute Ideen haben, die sie hier gerne einbringen würden. Wie könnte man dies Ihrer Meinung nach verbessern, dass der Mensch, der Bürger, besser gehört wird? Ja, ich glaube, das ist mit einer Fragestunde im Rahmen einer Stadtratssitzung einfach nicht getan. Es muss eine richtige Bürgersprechstunde geben und es muss Umfragen geben, was die Zeitzer eigentlich wollen und wie sie sich vorstellen, dass ihre Stadt vielleicht in 20 Jahren aussieht und wie man da hinkommt. Welche beruflichen Fähigkeiten können Sie denn uns Zeitzern anbieten, die geeignet sind, Sie zu qualifizieren als Oberbürgermeister für diese Stadt? Also beruflich bin ich Rechtsanwalt im Bereich der Insolvenzverwaltung und Sanierung. Ich bin auch zertifizierter Restrukturierungs- und Sanierungsexperte und seit Ende des Jahres 2015 über eine Ausbildung bei der Deutschen Anwaltakademie Mediator. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ich all diese Fähigkeiten und meine berufliche Erfahrung gewinnbringend für diese Stadt einsetzen kann. Darf ich noch ein bisschen näher darauf eingehen? Mediator, damit Sie unseren Bürgern ein bisschen erklären, was ein Mediator ist. Was ist die Aufgabe eines Mediators oder was ist die Besonderheit eines Mediators und wie kann man das anwenden hier in der realen Stadtpolitik? Ja, im Vergleich zu der normalen Tätigkeit als Anwalt oder in einem Gerichtsverfahren oder Schlichtungsverfahren ist es so, dass nicht einer oder zwei Parteien zu einem kommen und ihr Problem schildern und einen Lösungsvorschlag haben möchten, sondern bei der Mediation ist es so, dass man versucht zu ergründen, worin das eigentliche Problem liegt, was die Interessen der Parteien sind und lässt dann die Parteien oder befördert den Prozess, dass die Parteien Lösungsvorschläge selbst erarbeiten. Und der große Vorteil daran ist, dass ihnen nicht eine Entscheidung oder ein Vorschlag einfach von außen aufgedrückt wird, sondern dass sie sich die Lösung selbst erarbeiten. Man muss sozusagen den Leuten nur zuhören, was sie wollen und warum sie das wollen, schon damit ihnen selber klar wird, was eigentlich ihre Ziele sind. Das ist ja eine interessante Sache. Wenn ich Ihnen so zuhöre, könnte man da eigentlich eine Forderung stellen. Ein Oberbürgermeister muss ein Mediator sein. Ja,
Das tatsächliche, das tatsächliche Problem liegt allerdings darin, dass der Oberbürgermeister immer ein eigenes Interesse hat und ein Mediator immer überparteilich sein muss, also neutral und sozusagen am besten in diese Problemkreise gar nicht mit involviert ist. Ach so. Wollen Sie eigentlich in Zeitz wohnen oder wollen Sie hin und her pendeln? Was ist daran gedacht? Ja, natürlich möchte ich gerne mit meiner Familie hier wieder in Zeitz wohnen. Und zwar insbesondere im Haus meines Urgroßvaters, das ich gerne in vierter oder fünfter Generation bewohnen würde. Meine Familie und ich sind häufig hier, sitzen gerne in Haus und Garten. Und auch landschaftlich hat Zeitz viel zu bieten. Zeitz liegt ja günstig gelegen zwischen vielen interessanten Städten, nicht zuletzt Jena, Leipzig und Halle, Chemnitz, Gera und so weiter, das Elbsandsteingebirge und Dresden und viele andere Sehenswürdigkeiten sind schnell erreicht. Weil Sie vom Garten gesprochen haben, die Gemütlichkeit gehört ja doch sehr dazu. Ich bin ja irgendwo aus Bayern hierher gekommen, nachdem Bayern aufgewachsen bin. Zum Gemütlichkeit gehört aber das gute Essen, das gute Trinken. Ja. Was sagen Sie eigentlich zu den regionalen Spezialitäten oder zur Bratwurst von hier, wenn Sie gerade ja, zu Hamburg haben? Ganz hervorragend, ganz hervorragend. Also wir essen hier nur natürlich regionale Küche und besonders die Bratwurst ist was ganz Tolles. Aber auch andere viele Dinge, also wir genießen es hier sehr im Garten. Wobei der Garten natürlich nicht nur Genuss bedeutet, sondern auch Arbeit. Was ich aber gerne mache, weil ich gerne plane, gestalte und umsetze. Und auch natürlich körperlich arbeite. Das ist immer ein guter Ausgleich zur üblichen Büroarbeit, mit der ich mich rumplagen muss. Herr Thieme, Sie sind ja doch schon seit den 90er Jahren ja in Zeitz, in gewissen regelmäßigen Abständen. Sie haben auch Entwicklungen in der Stadt gesehen, beobachtet und registrieren können. Sie haben das Hochwasser auch mitbekommen. Sie hatten mir vorher im Vorfeld ja auch erzählt, dass Sie aktiv mit dabei waren zum Aufräumen. Das auch was ein bisschen mit dem Entschluss zu tun hat. Man hat ja auch die Stadt dann ja näher kennengelernt, auch die manchmal teilweise negativen, auch positiven Effekte. Welche Besonderheiten hat denn die Stadt Zeitz, die man besonders beachten muss, daher Besonderheit besonders beachten muss, Ihrer Meinung nach in der zukünftigen Arbeit des OBs angelegt sein muss dann? Ja, Zeitz hatte natürlich viel unter dem Strukturwandel zu leiden, der Wegfall der Großindustrie und der Wegzug vieler Menschen, die woanders ihre Zukunft gesucht haben. Es gibt dadurch natürlich viele ältere Menschen, die hier aber natürlich wohnen möchten. Es gibt auf der anderen Seite aber auch durch die Ansiedlung neuer und alter Industrien viele junge Menschen, die hier ihre Zukunft sehen und natürlich, genau wie ich, ein Interesse an einer lebenswerten Stadt haben. Und nicht zuletzt ist Zeitz regional besonders günstig gelegen, weil es eben irgendwo in der Mitte zwischen diesen ganzen Städten Jena, Leipzig, Halle und Gera liegt, in der Nähe, in unmittelbarer Nähe der Großregion Leipzig. Und Leipzig ist ja eine Stadt, die blüht mit inzwischen über 560.000 Einwohnern, nachdem die Zahl mal auf 490.000 gesunken war. Und an solche Regionen kann man sich ruhig anlehnen und davon profitieren. Gerade Leipzig als Anlehnungspunkt einer wachsenden Region und Stadt ist natürlich besonders interessant für eine Stadt wie Zeitz, weil man natürlich in Zeitz wohnen und in Leipzig arbeiten kann, aber auch als Leipziger oder Neuleipziger sich überlegen kann, in einer Stadt wie Zeitz zu leben. Und ich glaube, Zeitz hat seine Besonderheiten. Zeitz ist eine alte Stadt mit einer großen, langen Geschichte, mit einer schönen Architektur und auch landschaftlichen Besonderheiten, die die Stadt besonders lebenswert machen. Jetzt sind wir fast beim Thema. Sie haben es ja schön beschrieben gehabt, die Besonderheiten der Stadt Zeitz. Das ist eine gute Beobachtungsgabe. Haben Sie sich schon eine ausgedachte Vision für die Stadt Zeitz? Für die weite Zukunft? Ja, mein Traum ist es natürlich auch in meinem eigenen Interesse, wenn ich mit meiner Familie hier lebe, dass Zeitz wieder, vor allem was die Innenstadt angeht, eine blühende Stadt ist. Und ich will mit meiner Familie durch die Stadt gehen, durch die Innenstadt,
dort viele Menschen treffen, dort vielleicht mal auch ein Weinchen trinken, denn Zeitz hat ja auch einige Weinberge zu bieten und einige gute Tropfen, die man hier genießen kann. Und man muss, natürlich muss man hier mehr Industrie, Gewerbe und so weiter ansiedeln, damit die Menschen eine Lebensgrundlage haben. Und das ist eine große Aufgabe, derer ich mich gerne annehmen möchte. Denn Sie müssen berücksichtigen, ich bin Rechtsanwalt in Hamburg und ich würde meine Karriere vollständig aufgeben, um mich einer neuen Aufgabe zu widmen, nämlich der Stadt Zeitz. Und das ist eine Lebensaufgabe, die nicht mit einer Amtsperiode von 7 Jahren erledigt ist, sondern das ist eine Lebensaufgabe. Danke. Haben Sie sich auch schon die Vision, haben wir, glaube ich, ganz gut, haben Sie darüber transportiert, da war auch dabei eine lebendige Innenstadt. Haben Sie sich denn auch schon eine konkrete Sache ausgedacht, was man konkret unternehmen könnte, um die Innenstadt zu verbessern? Einmal ein oder zwei Beispiele reicht aus, der Katalog ist ja besser. Sagen Sie uns mal zwei Beispiele, die sich selber ausgedacht hatten, mal, was man unternehmen könnte, um der Innenstadt einen kleinen Schub wiederzugeben. Ja, die Innenstadt ist genau das Thema, was mich am meisten beschäftigt. Denn ich bin natürlich zumeist am Wochenende hier und dann ist es schon eher öd und leer in der Innenstadt. Und das ist nicht das, was ich meiner Familie und natürlich auch allen anderen bieten möchte. Die Lösung für die Innenstadt liegt im Grunde genommen auf der Hand und klingt erstmal einfach, denn es müssen einfach mehr Menschen in die Innenstadt. Geschäfte leben nicht, wenn nicht Menschen da sind, die in diese Geschäfte gehen und dort auch was kaufen. Aber wie kriegt man nun mehr Menschen in die Innenstadt? Und mein Eindruck ist, dass das Thema Innenstadt nicht professionell angegangen wird. Es findet kein aktives City-Management, vor allem nicht von Seiten der Stadt, statt. Und die Frage ist, wo man ansetzt. Und zwar, zunächst müssen viel mehr Menschen dafür begeistert werden, in der Innenstadt zu leben. Dann müssen auch viel mehr Veranstaltungen in der Innenstadt stattfinden, damit die Zeitzer selbst und Menschen aus dem Umland eine Motivation haben, die Stadt zu besuchen. Das hilft natürlich immer den Geschäften, die da sind, dem Gewerbe. Und geht es den Geschäften erstmal gut, werden auch weitere Geschäfte dazukommen. Das sind Prozesse, die sich gegenseitig befruchten. Und nicht zuletzt auch der Tourismus. Und Kaufkraft von außen in die Stadt zu bringen, ist für die Stadt wichtig. Und ich glaube, das Tourismusmanagement ist verbesserungswürdig. Und da muss man schon bei der Homepage der Stadt anfangen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn diese etwas verschlankt würde, wenn dort Bilder gezeigt werden, die Menschen für unsere Stadt begeistern, dass dann auch mehr Menschen herkommen und die Stadt besuchen. Herr Thieme, ich danke Ihnen für dieses nette, ausführliche Gespräch. Drücke Ihnen fest die Daumen und sollte es zu einer Stichwahl kommen, wir haben zwischendurch mal wieder Zeit, können wir uns ja mal wieder treffen und ein paar konkrete Fragen nochmal nachstellen. Erstmal herzlichen Dank für die erste Vorstellung. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Zuschauer.